Dün, bim, 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 bam, bam. Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Kettenkratz, ja, folgendermaßen, Gerade nett, oder? ich habe jetzt unerwarteterweise doch noch ein bisschen Zeit, weil meine zwei Stammzuschauer erst ab circa 8 Uhr können. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ja. Hey Mildur, Mildur. Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Ah, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben, aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Arvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Alvons Leute dir Probleme? Oh ja, sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvend-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Ich glaube, wir hatten ein Problem. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Die kenne ich aber nicht. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Bären-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber? Ja, aber. Meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Vielleicht kann ich ihm helfen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Wir helfen dem. Wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel. Eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Mildurf. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Seid freundlich zu eurem Koch. Gut, ich würde sagen, wir machen hier auf jeden Fall, auf jeden Fall mache ich hier weiter mit irgendwelchen Quests und ich will den Leuten ja auch gerne helfen, bevor ich jetzt hier mit der Story weitermache. Kann ich mit ihm sprechen? Ja. Der Laden sieht zu aus. Yep. Kann ich trotzdem an die Werkbank? Ich werde dich nicht aufhalten. Okay. Okay, 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 okay. So, jetzt muss ich nur gucken. Was haben wir denn hier? Das ist dein Vorrat. Er kann in jeder Siedlung, aber auch an vielen anderen Orten gefunden werden. Wenn du Objekte aufsammelst, die du nicht mehr tragen kannst, werden sie stattdessen in deinen Vorrat geschickt. Von dort aus kannst du Objekte individuell zurückholen oder deine Ressourcen aufladen, indem du umgedrückt hältst. Okay. Das ist nicht schlecht. Das bedeutet, wenn ich irgendwas nicht einsammeln kann, muss ich es nicht mit meinem Inventar
machen, sondern das wird automatisch hierher gebracht. Okay, das finde ich gar nicht schlimm. Das finde ich sogar ziemlich geil. Ich will jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt die ein oder andere Quest hier aufnehmen kann. Und wie sich das alles so ein bisschen auswirkt. Was haben wir denn hier? Schlängelzahn, Kampf schwer. Leicht, leicht, okay. Biografie, ja gut, da finden wir jetzt ein bisschen was zum Nachgucken. Ach, Rost. Die beiden. So, was haben wir denn hier jetzt? Sonnenkriecher, Politik. Hammer Söldner. Zeit zu hämmern. Oh nein, was sollen die Hammer Söldner nur tun? Nun, da Gundert all ihre, was ihre Verdienste im widrigen Wetter verloren hat. Wetten. Eine neue Söldneraufgabe, das werden sie tun. Diesmal werden sich unsere Helden tiefer in einen mysteriösen Tunnel am Rande von Anrecht auf Suche nach verschwundener. Nach der verschwundenen Tochter des Präfekten. Was? Diesmal wagen sich unsere Helden tiefer in einem mysteriösen Tunnel am Rande von Anrecht vor, auf der Suche nach der verschwundenen Tochter des Präfekten. Darin finden sie eine Maschine, die ihnen den Kampf ihres Lebens beschert. Wenn sie die Borkenkäfer des unbändigen Giganten überstehen, werden sie die verschollene Maid retten. Ja, okay, das scheint eher so ein Gedicht oder so zu sein. Was ist passiert? Die verdammte Mine ist mir passiert. Das war nicht der letzte Unfall, wenn Ulvand weiter in den Tunneln gräbt. Welche Mine? Nordöstlich von Kettenkratzer am Flussende. Ich hatte Corvin schon nach dem ersten Einsturz gewarnt, aber Ulvand hat bestimmt gedroht, den Lohn zu kürzen. Oder schlimmer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles. Wieso hat Ulvand das sagen? Die Minen gehören doch den Kaja. Erzähl das mal Ulvand. Er hat Geld in ihre Ausbeutung gesteckt. Als ob sie ihm wären. Feuer und Spucke. Er denkt, wir gehören ihm auch. Wer ist Corvind? Unser Vorarbeiter und ein verdammt guter. Einer, der weiß, wie man mit unvernünftigen Bossen umgehen muss. Aber Ulvand... Der geht über Unvernunft weit hinaus. Corvind hat versucht, ihn zu beschwichtigen. Er gab sich die Schuld an meinem Unfall. Dabei hat Ulvand die Zusatzschichten verlangt. Ein guter Mensch also. Deshalb nehmen wir auch die Überstunden und alles andere in Kauf. Wenn die ganze Mine instabil wird... Tja, wird nicht so geil, ne? ...der Ulvand als tot unter Geröll liegen. Du wurdest also bei einem Einsturz verletzt? Ja. Vor ein paar Tagen. Deshalb ist mein Bein jetzt kaputt. Corvind und die anderen wollten eine neue Ader öffnen. Ich war woanders beschäftigt. Durch ihre Sprengung brach der Tunnel ein, in dem ich war. Nicht so geil, ne? Ich wäre vielleicht rausgekommen, wenn ich nicht so todmüde gewesen wäre. Wir wollten zu viel und das zu schnell. Ja, und das stimmt. Und du fürchtest, dass es nächstes Mal nicht so glimpflich für Corvind und die anderen ausgeht. Mhm. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Du machst wenigstens Gedanken um sein Team. Ich könnte bei Gelegenheit nach deinen Leuten sehen. Das wäre nett von dir. Danke. Ah, das machen wir doch gerne. So, ja, ich weiß. Questmenü etc. etc. Das kriegen wir alles hin. Ich will mir erst noch mal gucken, ob ich hier irgendwie noch Quests aufnehmen kann. Ich muss weiter, tut mir leid. Schatz und Armband, interessant. So, hier gibt's. Ich glaube, das
ist deine Runde. Meine Runde kann es nicht sein. Wir stehen hier auf der gleichen Seite, Albert. Die Dornrücken bedrohen uns alle. Oh, ihr das? Alle wissen, dass die Kater die Dornrücken ins Tal gelassen haben. Was willst du denn, Alvand? Eine Art Bezahlung? Mein werter Magistrat, glaubst du, ich bin käuflich? Wenn du willst, dass die Pfeife ertönt, müssen eure Soldaten nur die Dornrücken ausschalten und das Konzessionsdekret unterzeichnen. Sieh's ein. Welche Wahl bleibt euch denn? Hallo. Retterin, der Zeitpunkt ist perfekt. Könnten wir eine für das Sonnenreich wichtige Angelegenheit besprechen? Können wir. Später. Sehr gut. Ich werde warten. Also, die Retterin selbst. Derwals Bezwingerin, Helis Schächterin. Vielleicht. Ich habe viel von deiner Schönheit und deinem Heldenmut gehört, mutige Kriegerin. Olvand Freihalter. Stets zu Diensten. Und was hat dich von den feinen Stoffen und Weinen Meridians an diesen Schandfleck einer Siedlung verschlagen? Deine Aufmerksamkeit als Retterin wird sicher anderswo benötigt. Es geht um die Gesandtschaft. Die Gesandtschaft? Wieso bei der Schmiede? Ah, unterwegs in einer wichtigen Sache. Das heißt wohl, dass du weiterziehst. Sobald ich alle Probleme beseitigt habe, die meine Aufmerksamkeit als Retterin erfordern. Ah, die Dornrücken natürlich. Du musst sie beseitigen, wenn du willst, dass die Gesandtschaft stattfindet. Also, fang besser an, hm? Dann mal los. Nicht so schnell. Du hast wohl keine hohe Meinung vom Magistrat. Nun, ich weigere mich, gute Miene mit fein gekleideten Bürokraten zu machen, während meine Mitarbeiter schikaniert, eingeschüchtert und ausgenutzt werden. Bist nicht nobel von dir. Derjenige, der das macht. Ich wurde mit dem Hammer in der Hand geboren. Mir hat niemals irgendwer einfach etwas geschenkt. Was ich erreicht habe, habe ich allein geschafft. Und wo ist der Hammer jetzt? Die Bürde der Führerschaft zwang mich, ihn beiseite zu legen. Das ist so ein Schwätzer. Verlangen aber, dass gute Osseram ihr Leben aufs Spiel setzen. Jemand musste aufstehen und sagen, ohne uns! Du hast den Arbeitsstopp befohlen? Ja, das habe ich. Wir sind Arbeiter, keine Soldaten. Solange die Karcha ihr Chaos nicht beseitigen und uns geben, was uns zusteht, riskiere ich keine Osseram-Leben mehr. Was euch zusteht? Du meinst ein Konzessionsdekret. Es ist nicht mein Dekret. Es ist im Namen all der guten Osseram-Arbeiter dieses Landes, die all die harten Arbeiten verrichten, während nur die Karcha daran verdienen. Wir wollen nur die Möglichkeit, an dem Wohlstand teilzuhaben. Ein Land, das jedem das gibt, was er investiert hat. Gut. Und wie hoch wäre dein Anteil? Nur so hoch, dass er meinem Beitrag in dieser Gemeinschaft entspricht, natürlich. Ja, natürlich. Hört sich an wie ein Präsident. Wo ist die Pfeife? Direkt in der Stadtmitte. Aber angesichts der Bedrohung da draußen riskiere ich keine unschuldigen Osseram. Ich werde die Dornrücken ausschalten. Danach wird sich dieses Tal verändern. Wenn es erforderlich ist. Bis dahin sorge ich für die Sicherheit dieser ehrlichen Leute. Sei nur bereit zum Pfeifen. Ich mag den nicht. Mal sehen, was der Karja-Magistrat wollte. Der führt sich auf. Er sei in der Taverne. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Hier sieht aber auch nicht irgendwie... Ach. So. Quest. Wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Das selbst hier. Ausrüstung. Okay, 0 von 5 Wildfleisch. Ja, ist okay. Nebenquest. Ich kann nur einen Auftrag an... wählen, ne? Okay. Dann gehe ich mal in die Taverne. Dann wollen wir mal gucken, was der Magistrat will. Ja, dieser Redner von eben, der gefällt mir nicht. Keine Ahnung, wer da jetzt Hallo geschrien hat, aber... Ah, Retterin! Hierher!
Ich hätte gerne ein Bier. Bitte. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Ja, denke ich auch. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest, hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Ich habe das Gefühl, dass der vielleicht damit was zu tun hat. Ich weiß nicht, ob meine Intuition sich da bestätigt oder nicht. Wo ist die Petra? Die hat gesagt, ich finde sie in der Taverne. Weißt du, was wir brauchen? Eine Kümmer dich nicht um die Gesicht. Sie riechen schlecht, aber... Ich kann die Petra sehen. Treffen muss sie denn. Wo? Ich hab dich nicht gesehen. Wo sind die? Was zum? Keine Ahnung, aber die Petra soll hier irgendwo sein. Will mal was gucken. Vielleicht finde ich da eine Quest dazu. Wo? Mir hat wer gesagt, ich hätte die beste Singstimme im Schrecken. Weißt du, was wir brauchen? Eine genaue was? Das ist jetzt so ein normaler NPC-Ausspruch oder ist das die Petra, die dann sagt, ignorierst du mich wieder? Na komm, ist egal. Wir machen jetzt erstmal eins nach dem anderen. Da würde ich gerne... Nachher deinen Rat gebrauchen. Oder? Hab ich gesucht. Es gibt kein Bier. Oh nein. Gut, gerne. Hallo? Ach. Komm, ist egal. Aber dass das 1000 Meter weit weg ist, ist schon. Vielleicht endlich mal eine, die mehr verträgt als. Ich würde gerne die Petra noch mal treffen. Die ist super. So, geben wir uns mal erstmal in die Mine. Will mal gucken, was da so abgeht. So, 10 Steine. Wir sind mit der Heilung voll.
Was durchaus spooky ist. Ich bin ja am überlegen, ob ich vielleicht auf normal schalten soll, weil mein Bogen jetzt echt noch von Arsch ist. Aber auf der anderen Seite würde ich es gerne ein bisschen interessant gestalten. Beziehungsweise interessant, spannend halten. Von daher sehen wir mal, wie es läuft. Wenn ich die richtige Brutstätte finde, erfahre ich, wie man diese Maschine überbrückt. Der ist zwar gelb, aber der hat dieses Kreis nicht mehr von Zero Dawn. Finde ich ein bisschen schade. Er hat gesessen. Super. So. Bitterkraut. Begib dich zum Wheeler. Sah doch schon mal gut aus. Muss ich nur gucken, ob ich irgendwo noch ein Wildschwein finde, dann wäre das super. Ich finde das so verwirrend, dass du zwar siehst, wie viel Damage du gemacht hast, aber das ist dann... Der Baum wackelt. Aber ich finde es halt auf der anderen Seite auch ein bisschen komisch, wenn du die Schadensberechnung... dass sie halt in hellrot angezeigt wird und dann erst abgezogen wird. Ich finde, das macht so ein bisschen... Das ist... Ich verstehe... Keine Ahnung. Sorry, Leute, aber... Warum? Das ist doch nur verwirrend. Also, ich finde es jetzt auch... Ich finde es jetzt nicht so mega. So, Wildschweine müssen wir natürlich sowieso krallen. So, die Frage ist jetzt, wo finde ich halt den Rest? Bringt mir halt nichts, wenn ich die ganze Zeit... Oh, was ist denn das? Dein Vorrat schadet nie. Ich will zwar nichts sagen, aber... Viel besser.
Alter Schwede. Alter Schwede. Ist das so eine Art Hirsch? Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber der Damage ist mir ein bisschen zu wenig. Na gut. Soll mir relativ egal sein. Nimm ich einfach alles mit. Löschwasser. Feuerreishorn. Reishorn Geweih. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich Bitterkraut finde. Ja, das brauche ich nicht. Ich brauche Bitterkraut. Egal, gehe ich erstmal in die Mine und guck mal, was ich so finde. Vielleicht finde ich ja unterwegs irgendwas, was man benutzen kann. Obwohl, das ist alles Himmelskraut, ne? Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Reinholz haben wir eigentlich genug. Okay. Ich werde mal versuchen, mich so ein bisschen auf Statuspfeile auch mal so ein bisschen zu konzentrieren. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das hier ein bisschen wichtiger ist als, Lilith meint, dass ich in ihrem Schrott eine Metallplatte finde. Habe ich alles gefunden, was ich brauche? Ich habe sogar einen neuen Fertigkeitspunkt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was gibt es denn hier überhaupt? Und Nahrung und Fallen, sowie die Anzahl der Fallen. Kriegerin, Nahkampf-Kombos. Ich würde gerne beim Jäger und Überlebenden bleiben. Sichtbarkeit, Maschinenmeisterin. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber erstmal, was haben wir denn hier? Nee, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Halte mehr Schutz aus. Brauche ich jetzt auch nicht zwingend. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Stelle Konzentration schneller wieder her. Ziele mit L2 und tippe R3 an, um in den Konzentration zu gehen und die Zeit zu verlangsamen. Ja, das ist mir schon klar. Ja, komm, ist egal. Nimm mir jetzt mal mit. Wunderbar. Dann haben wir das doch schon. Maximale Gesundheit, Fähigkeitspunkte, ja, das kennen wir. Ja, haben wir doch schon gemacht. So. Keine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaufen. So. Wer oder was?
Fuck! Okay, das dürfte genug mit der Kraut sein. Nein, 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 nein. Warum hat mich das Ding verfolgt? Ich bin ausgewichen. Das Ding war schon in der Luft. Das sollte mich nicht verfolgen. Oh Mann. Na gut, ja, blöd gelaufen. Okay. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass das Spiel, ich weiß nicht, vor hier Forbidden West, dass das ein bisschen langwieriger ist. Ein bisschen mehr sich anfühlt wie so ein leichtes Kaugummi. Lila. Mildorf meint, dass ich in ihrem Schrank eine Metallkarte finde. So. Nimm mir erstmal alles mit. Keine Metallplatte. Auf zum nächsten Schrotthaufen. Eins nach dem anderen. Das kriegen wir alles auf jeden Fall hin. Okay, das dürfte genug Bitterkraut sein. So, der kommt jetzt her, weil er uns da hinten gesehen hat, was gar nicht mal so schlecht ist. Na komm her. Keine Ahnung, was der da hinten macht, aber... Ja, fuck. So, machen wir so. Okay, okay. Und jetzt zu den Schrotthaufen und der Metallplatte. Nehmen wir jetzt erstmal alles mit, was wir kriegen können, ey Leute. Das kriegen wir doch schon hin. Jetzt entspannen wir uns mal. So, wir haben uns jetzt erstmal alle Wühler hier geplättet. Sollte doch erstmal gut sein. Eine gute Metallplatte für Mildorf. Jetzt muss ich nur noch Wildfleisch besorgen. Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Jetzt brauchen wir nur noch ein Wildschweinchen. Komm, kleines Schweinchen, wo bist du? Ich hab nen Pfeil, das ist der Crew. Clou, Entschuldigung. Dem Schweinchen schieß ich ein Pfeil in Arsch. Das bläst ihm sicher schnell den Marsch. Ans Fleisch, da will ich ganz schnell ran. Doch warum finde ich jetzt keinen Wildschweinmann? Yay! Ich bin so durch heute. Streamen und aufnehmen und hinterfragen wir das nicht, okay? Bin ein bisschen deprimiert. Mein Dönermann macht wegen Umbauarbeiten für einen Monat zu. Gerade dann, wenn ich Urlaub habe. Dann habe ich zu dem gesagt, was soll ich essen? Werde ich verhungern müssen.
So, da haben wir es doch schon. Wunderbar. Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Gut. Gut, ich habe jetzt richtig Hunger. Das ist ja auch soweit okay, aber ich würde trotzdem gerne noch weiterhin erstmal die Mine machen. Weil dann können wir nämlich alle Fliegen mit einer Klappe schlagen. Können wir nämlich das zumindest schon mal hin. Ich versuche die Mine noch zu erreichen. Dann würde ich sagen, machen wir den Schnitt dort, unabhängig von der Zeit. Aber sollte eigentlich passen. 35 Minuten? Ja, ja. Ich denke mal, in den nächsten knappen 10 Minuten werden wir das dann schaffen. Also ich will jetzt die Dinger, die Videos nicht extra lang machen, aber auch nicht extra kurz. Also dementsprechend bin ich da einfach so, wie es gerade, wie es mir gerade passt. Stimmt, Fertigkeiten hatte ich ja vergessen. Was ist denn die tiefe Konzentration? Mindestens 1% Abbautempo. Keine Ahnung, machen wir das mal. Ist auch egal. Im Endeffekt werde ich wahrscheinlich so lange spielen, bis ich sowieso alles habe. Das werden wir dann sehen. Schnee? Das wundert mich, dass es hier relativ schneeig ist. Weil eben war doch eher noch eher Wüstenregion. Wie viele Steine kann ich eigentlich mitnehmen? Beim letzten Mal konnten wir es mit 10 machen. Was durchaus ausgereicht hat. Aber das waren die Steine auch angenehmer. Die hat man dann noch viel mehr benutzt. Hier gibt es ganz viel Holz. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Beute voll. Oh, ja. Okay, ja, da muss ich auch nicht mehr viel holen. So, Stürmer, Reitmaschinenareal. Ach, die Stürmer sind eigentlich relativ egal. Sollen die mich ruhig entdecken. So, Schweinchen habe ich ja mehr als genug. Das muss die Mine sein, die Arnulf gemeint hat. Die Bergleute scheinen Probleme zu haben. Lass mich raten, dass irgendwas passiert. Das ist wohl der Vorarbeiter. Arnulf hat ihn erwähnt. Ich sollte mit ihm... Alles okay? Ja. Ja, okay. Danke, Corvin. Corvin? Arnulf schickt mich. Ich... Nicht... Nicht jetzt. Vorsicht. Was ist passiert? Explosion in der Mine. Wasser, alles ist überflutet. Fuck. Meine Leute sind noch... Sind noch da unten. Ich muss weiter. Du hast genug getan. Das ist ein guter Vorarbeiter. Bist du verletzt? Den lobe ich mir. Es geht um die anderen. Bitte. Wie gesagt, wenn der Greenscreen irgendwie mal Probleme bereiten sollte, dann ist das halt so. Ich muss genau wissen, was passiert ist. Kann man nichts machen. Wir haben kontrolliert gesprengt, um neue Adern im Berg zu finden. Mhm. Irgendwas lief schief. Ich muss da rein. Wie viele sind noch da unten? Corvent, wie viele? Zwei, glaube ich. Noch zwei. Ich tue, was ich kann. Na gut. Ich muss die Bergleute finden. Schnell. Das ist mir schon klar.
Bin ich auch irgendwie hoch? Da ist noch was zum Finden. Ich kann was ausweichen. Okay. Das gefällt mir nicht so. Hier drüben. Okay, aber... Definiere drüben. Ich mag solche Unterwassersachen meistens nicht wirklich. Weil die Steuerung immer ein bisschen schwierig ist. Die Bergleute, einer von ihnen spricht gut aus. Na, dann geht's. Seid ihr okay? Wer bist du? Corvin schickt mich. Seid ihr verletzt? Oh, mein Bein. Ich war zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt, aber die Stützen hielten nicht. Und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Wie ich Bier trinke. Was hält das Wasser also in den Tunneln? Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welcher oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist verletzt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sie es ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Der den Schacht blockiert. Wenn ich an den Sprengstoff da oben rankomme, kann ich den Schutt vielleicht wegsprengen. Ja, aber wie? Wie kann ich da rankommen? So, lass mich jetzt mal ganz kurz überlegen. Ich könnte versuchen, von dort nach dort. Das wäre eine Option. Da muss ich nämlich auch wieder hin und her schieben. Aber das kann man machen. Da könnten wir durch. Wenigstens ist die Ausrüstung noch trocken. Aber wie komme ich da hin? Nein, ich will nach oben. Hallo. Warte mal, von da kam ich. So, da geht's nicht weiter. Okay, 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 okay. Man muss das anders machen. Ich komme ja von dort. Nein, nein. Warte mal. Ich könnte versuchen. Da hoch komme ich auch nicht, ne? Doch. Das schaffe ich. So. Würde er eher so an der Seite lang laufen, aber wenn man lieber interessant springen will. Nee, im Duckmodus kann ich nicht. Gräber. Da ist eine Kiste.
Ich wette mit dir, ich kann den ganzen Scheiß hier gleich wieder ohne Probleme entlang angeln. Das sind aber nicht so viele Gräber, ne? Wo ist denn das für ein Pilz? Der sieht. In Brutstätten gibt es Daten zur Überbrückung der Maschinen. Ich möchte eine finden. Dürfte mich eigentlich gar nicht entdeckt haben. Ich glaube, das war alle. Jetzt muss ich einen Weg rausfinden. Wir müssen keinen Weg rausfinden. Wir müssen hier erstmal Ruhe machen und dann müssen wir mal gucken. Das scheint was Besonderes gewesen zu sein. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum Sprengstoff. Möglich. Ich muss einen Weg zu diesem Sprengstoff finden. Ja, ich bin doch dabei. Aloy, Mädchen. Hm? Mausebein, das machen wir doch. So, gehen wir hier erstmal hoch. Ja, das mit dem Gefühl ist halt schon interessant, weil dann sehen wir wirklich alles. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber das ist eine ganz komische Sicht. Das ist eine ganz komische Sicht. Der Sprengstoff. Oben auf dem Gleis. Ich muss da nur irgendwie rüber. Ja, lass mich doch mal den Bogen ziehen. So, na siehst du. Das läuft doch. Lass das Wasser in der Mine ab. Okay. Ja, jetzt haben wir erstmal. Kriegen wir so nicht mit. Oh, ja. Okay. Hat Bums gemacht. Autsch. Das kann auch mal. Schätze, er hat mich entdeckt. Lümmel. Wie, ich habe keine Muni. Das
Oh ja. Wo kamen die auf einmal her? Nur am Verkacken. Machen wir beim nächsten Part. Leute, macht's gut. Tschüss.